Aber YouTube-Zeichen. Und dann geht's auch nach der Pause weiter. Ich muss da irgendwo rein, ne? Zu den Bienchen und Blümchen. Ja, wird lustig werden. Nicht Delle. Dell, was ist eigentlich mit Dell? Hat den jemand mal gesehen? Dell's Arise? Den haben wir, ich hoffe, ich spreche es richtig aus und ihr wisst, wen ich meine. Den haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen. Delete, ja genau. Hat Hasi bestimmt Cola reingekippt? Nee, die lagen heute neben den Essen, als sie Schnitzel und Ei gebraten hat. Ich weiß nicht, ob das was ausmacht. Aber normalerweise Schnitzel und Ei ist jetzt ja nicht so aggressiv, oder? Dass er direkt die Akkus angreift. Glaube ich. Ah, das war ein Rätsel, ne? Ja, das war ein Rätsel. Jetzt hat man ein bisschen Zeit. Dann kommen natürlich diese Bumsmöpse. Wenn man hier den Bienensaft haben will. Ich will nur ein bisschen Bienensaft. Kommt drauf an, Rührei oder Spiegelei? Spiegelei auf Schnitzel. Hitze ist nicht gut. Ja, das wird doch nicht so heiß neben der Pfanne, oder? Keine Ahnung. Ich hatte es halt geladen in der Küche. Und dann hat Hasi halt irgendwann angefangen zu kochen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das Akku im Arsch. Bleib du drin, ich geh. Ich geh. Ja, gehen die Bienen. Hallo. Alter, das ist schlimm hier mit denen. Spiegelei auf Schnitzel? War das wie Schnitzel wenigstens paniert? Ja, klar. Geh kacken! Ich hab doch Rauch gemacht! Alter, diese Hektik! Ziel erreicht! Das Badhaus sah übrigens schon abends. Das heiße Fett? Ja, keine Ahnung, Jack, kann sein. Wie hat auf jeden Fall. Gestern Abend ging der Akku noch. Ich hatte gestern ihn noch in der Kamera drin. Ich hatte dann über Nacht vergessen, die Kamera auszumachen. Und. Achso, jetzt kann ich sie aber nicht mehr. Doch, kann ich. Dann sind die Akkus leer gelaufen. Ich wollte sie jetzt heute laden. Ging nicht. Und dann habe ich jetzt gerade gesehen, der eine Akku hatte sich halt voll gebläht. Was halt kein gutes Zeichen ist. Von daher ja, muss ich nochmal neue bestellen. Willkommen im Zirkus der Bärte. Naja, bisschen Schwund ist immer. Was? Schweizer Schnitzel? Heißt das Schweizer Schnitzel, was ich gegessen habe? Ich bin ein
Gott heißt, holt mich hier raus. So, was soll ich mir jetzt suchen? Eine Werkbank? Ach, da kann ich da unten... War das... Nee, das war doch... Aber jetzt... Das war doch... Was war das denn? Ein New Event brauche ich, ne? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Da, im Bienenhaus. Und da gibt es ein Verkaufsautomat. Und da vorne gibt es ein Gatherer's Garden. Und da vorne ist eine Bordabschaltung. Und da vorne ist ein Verkaufsautomat. Da vorne ist eine Medi-Station. Da vorne ist ein U-Event. Ja, wir müssen zum U-Event. Schweizer Schnitzel mit Schweizer Käse. Nee, ohne Käse. Der Parasit verbreitet. Bin ich hier richtig? Ja. Gerüchte. Fontaine ist tot. Rapture lebt. Ah ja, hier war die Wurst. Ich erinnere mich an die Wurst. Jetzt musste ich rechts abbiegen. Geradeaus durchgehen. Bis zum Ende. Und mich dann rechts halten. U-Event! Lazarus Vector. So wie sich das anhört, was du da gebastelt hast, schätze ich, du bist der stolze Papa eines nagelneuen Lazarus Vectors. Jawohl, ja. Leg den Vektor an eine Vorrichtung, die zentrale Befeuchtungsanlage genannt wird. Oh ja. Dann stimmt die doch denn im Laden wieder. Mit zentralen Befeuchtungsanlagen, da kenne ich mich aus. Da gehen wir jetzt hin. Die benutzen wir dann. Ist wahrscheinlich in der feuchten Grotte. Dieses Spiel. So, speichern wir mal. Sicher ist sicher. Hupsi. Ich mag Gordon nicht. Wer ist Gordon? Ist Gordon Dell? Hieß Dell Gordon? Hatte die Frage eigentlich sonst jemand beantwortet? Was mit Dell ist? Ich konnte ihn nicht mehr mitnehmen. Das Boot da, ich bin voll. Da staune ich aber. Für dich bin ich schöner als die Gabe. Na gut. Ich bin leider voll. Deswegen kann ich ihn nicht mitnehmen. Nesles, Gordon ist blöd. Cordon Bleu. Cordon Bleu ist voll geil. Cordon Bleu beste. Keine Ahnung, was mit Dell ist. Sparsam, der Mann. Ja, auf jeden Fall. Kehre nach Arcadia zurück. Achso. Wer ist Dell? Dell's Arise. Der war hier auch. Super oft, super aktiv, super sub. Jetzt ist er weg. Keine Ahnung. Deswegen die Frage, ob das irgendjemand den mal irgendwo gesehen hat. Der war irgendwann vom Fußboden verschwunden. Weiß ich nicht, wo er hin ist. Ja, ich glaube, ohne das I hinten. Aber so ungefähr, ja. Von Dell war mein erster Laptop. Meine auch. Tigiari, meine auch. Ich hatte zwei Dell Laptops. Der erste ist kaputt gegangen. War aber noch Garantie drauf. Und ich war da EVE Online süchtig. Und mit abholen und reparieren und einschicken, das hat Wochen gedauert. Und was habe ich gemacht? Ich habe den ersten Laptop abholen lassen und habe mir an dem Tag, wo sie den abgeholt haben, direkt einen neuen bestellt, der dann zwei Tage später da war. Da hatte ich einen zweiten Dell Laptop. Und die hatte ich sehr, sehr lange. Tatsächlich bis ich hier in diese Wohnung gezogen bin. Weil ich vorher kein Arbeitszimmer hatte, saß ich immer am Laptop in unserer 48 Quadratmeter Wohnung im Wohnzimmer. Und als wir hier in die Wohnung gezogen sind, 2007, habe ich mir erst wieder einen Desktop-PC geholt. Vorher hatte ich auch nur Laptops. Und dieselben Erfahrungen wie, wie hieß er? Der YouTuber?
Kalix! Klappt halt nicht mit den Laptops. Und dann habe ich mir halt wieder einen Desktop-PC geholt. Ob das klappt? So. Okay. Ja, wir hat leider nichts mehr von ihm gehört. Vor 6 bis 7 Jahren habe ich einen Asus bekommen und vor knapp 3 Wochen einen Lenovo. Den ich nur gerade nutze, um die Streams zu gucken. Okay. Ja, wie gesagt, Laptops habe ich seitdem gar nicht mehr. Also seit 2007, da hatte ich meinen letzten. Wehre dich nicht gegen das Unvermeidliche. Du wirst bald keinen Sauerstoff mehr haben. Ich hänge fest. Wirst du einfach einschlafen. Kampf der Bots. Wieso? Was ist denn hier los? Was wollen die Mopeds von mir? Ja, geht kaum. Folgen wir, ne? Kann das sein? Wer hat denn jetzt die Alarm ausgelöst? Ich weiß es nicht. Alter, diese Bots, ey! Ja, voll die Seuche! Der Bot ist wenigstens freundlich. Toxisch, septisch, unhygienisch. Damit stimmt mit dir nicht. Geh weg, ey. Kaputte Laptops kenne ich nicht. Nee. Moment. Und was langsam, glaube ich, kaputt geht, ist mein Tablet. Das lädt nicht mehr. Ist jetzt auch, keine Ahnung, 3-4 Jahre alt? So ein Samsung-Moped? Mag nicht mehr. Lädt nicht mehr. Von daher auch GG. Alles geht kaputt. Achso, hier waren wir ja schon. Hier hatten wir ja auch gehackt, ne? Ja, genau. Hier haben wir auch gehackt. Ergo. Können wir jetzt einfach den Lazarus-Vektor herstellen. Bestimmt Staub in der Ladebuchse. Ne, der kriegt ganz kurz Kontakt. Und geht dann wieder aus. Schöne Scheiße. Sehr merkwürdig, das Ganze. Aber wir hatten, irgendwann gehen die Akkus halt einfach immer platt. Weiß ich nicht, da kannst du halt auch nichts gegen machen. Okay. Neues Ziel, setze den Lazarus-Vektor ein. Hör nur, wie das verdammte Ding röchelt und stottert. Wann klappt das endlich? Julis Tod scheint dir als ernste Lektion nicht gereicht zu haben. Vielleicht wird's dich passieren. Ryan hat Luft gerochen. Er wird ohne Zweifel Besuch vorbeischicken. Am besten läufst du zum Laboreingang zurück und versiegelst ihn. Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, dir die Splicer vom Leib zu halten. Alter, ich will gerade mal ein bisschen dampfen. Der Big Daddy, der Shirt geeint, der ist wuselt einfach rum. Wo warst du, Wichser?
Kannst du mich versiegeln? Hast du die Tür geschlossen? Gut, das wird uns etwas Zeit verschaffen. Ich habe dir ein kleines Notfallpaket mit der Rohrpost geschenkt. Das ist nicht viel, aber jedes kleine bisschen zählt. So. Warten mal, Wanne. Ich hatte das in den letzten 4 Wochen. Kühlschrank hin, zerranfällt im Dutt, Trockner im Eimer. Oh Gott, das ist aber teuer. Torfmoor, das ist teuer. Eieiei. Scheiß dich zu! Himmel nochmal! Wie lange dauert es, diesen verdammten Vektor zum Laufen zu bringen? Keine Ahnung. Lange. Was war jetzt das Ziel? Kein aktives Ziel. Schon wieder genug Geld, ich kann schon wieder alles kaufen. Alter, was geht hier ab? Strecke geschafft. Drück auf die Tube. Mit Ryans verstümmelten Missgeburten ist nicht gut Kirschen essen. Ja, 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 Splicer Jumbo, ja, ja, je. Oh je. Der Bot ist auch gleich im Arsch. Au! Irgendwann schießt hier schon wieder auf mich. Ah, ja, ja, Splicer Jumbo. Ich bin der, die angreifen. Alter, ich schieße irgendwann auf mich. Krieg! Krieg der tiefliegenden Leichen. Ja, ja, ich komme! Ei, ei, ei. Gut gemacht, Kumpel. Atme tief durch und genieß es. Und dann noch rüber nach Rolling Hills und mach die Taubkugel klar. Nächste Station ist Wälder gerettet. So ein Nokia von damals hält immer noch länger. Ja, die Akkus konntest du halt auch noch gut auswechseln, das Boot da. Heute kannst du ja bei vielen Geräten noch nicht mal mehr die Akkus auswechseln. Hier bei meinem komischen Sony. Ich meine, guck dir das Moped einfach mal an. Das ist so schmal wie ein, was weiß ich, da ist halt, da passt nichts rein. Da kannst auch nichts mehr machen. Das ist halt, wenn das Akku platt ist, kannst du das Ding wegschmeißen. Der Discord ist voll mit Markus' Gesicht. Oh Gott, nein, David, haben sie schon wieder Memes gebaut. Wieso das denn? Wieso das denn? Und sei gegrüßt damit. Kennst du den letzten Boss? Ich habe die Spiele schon mal gespielt. Ich kann mich ad hoc nicht mehr dran erinnern. Also, du brauchst jetzt auch bitte nicht spoilern oder so. Aber ich habe die Spiele alle schon mal gespielt.
diese Houdini-Splicer gehen mir dezent auf den Keks. Weil sie halt immer durch die Gegend porten. Wie die lustigen... Alter! Alter, was ich hier gerade an Munition durchblase. Tot! Ja, unfucking fasslich. Hab ich jetzt aufgesprengt? Ach nee, die sind hier rausgekommen. Lol. Gab's hier nicht noch eine Wenderstation? Verkaufsautomat. Doch, da vorne gab's irgendwo einen Verkaufsautomat. Wo denn? Ach hier. Dann können wir uns hier nämlich nochmal zwei, drei Verbandskasten kaufen. So, perfekt. Tja, scheiß auf teure Handys. Bei meinem Vico Lenny kann ich Akkus wechseln. Ja, ich sehe das auch nicht mehr ein. Ja, der Handy-Hype ist bei mir auch vorbei. Ich glaube, ich gehe falsch, ja? Kann das sein? Ich gehe falsch. Ich glaube, mehr als so ein Preis für so ein OnePlus 3, also sprich roundabout maximal 3,99, braucht man für ein gutes Handy heutzutage nicht mehr ausgeben. Der Rest ist halt, keine Ahnung, Sony hat jetzt gerade das Sony XZ oder ZX rausgebracht, also das neue Sony-Flaggschiff vom Xperia. Die wollen dafür 799 Euro haben. Ey, dafür kriegst du, leg ich nochmal 200, 300 Euro drauf, dafür kriegst du einen guten Gaming-PC. Unfucking fasslich, Mann. Diese Preisentwicklung. Und nächstes Jahr kommt dann natürlich schon wieder das XZZ oder XZ2 raus oder was weiß ich, wie es dann heißt. Den herkömmlichen Methoden, einen Menschen von seiner Seele zu trennen. Du bist nicht von der CIA, nein. Du gehörst zu Atlas, dem einzigen Ungeziefer, das ich bisher nicht vernichten konnte. Aber sei unbesorgt. Ich brauche nur etwas Zeit, um das passende Gift zu finden. So. Ich glaube an keinen Gott, keinen unsichtbaren Mann im Himmel. Doch es gibt etwas, das mächtiger ist als jeder von uns. Ein Zusammenwirken all unserer Bemühungen. Eine große, unermüdliche Macht der Produktion, die uns vereint. Aber diese Macht ist nur dann eine Kette, die die Gesellschaft in die richtige Richtung zieht, wenn wir für unsere eigenen Interessen kämpfen. Keine Regierung kann diese Macht lenken, an dieser großen Kette ziehen. Dazu ist sie zu gewaltig und zu geheimnisvoll. Jeder, der etwas anderes behauptet, will dir entweder in die Tasche greifen oder er hält dir eine Waffe an den Kopf. Fort Frohlig! Klingt lecker. Ich kann auch nichts anderes wählen. Man muss auf dem Laufenden bleiben, ist wie Facebook, ja klar. Was meinst du, warum ich da jetzt mittlerweile auch einsteige? Twitter, Facebook, Discord, Streams, ich bin überall dabei. Überall ist mein Gesicht, oh mein Gott. Wenn ich mich irgendwann nochmal wo bewerben sollte, was haben sie so in den letzten 3 Jahren im Leben gemacht? Ja, ich war im Internet ein Meme. Schön. Ich krieg da nie wieder einen Job. Das ist vorbei, glaube ich. Alter Schwede, ey. Fort Frohlig ist dunkel. Oh, Fort Frohlig wird hell. Du bist fast da. Die Tauchkugel, die dich zu Ryan bringt, ist da vorne.
Brian hat die Schlüssel zu Fort Frolic einem Kerl namens Sander Cohn gegeben. Cohn ist ein Künstler, sagen einige. Ich sage, er hat einen Dachschaden. Ich habe in meinem Leben alle möglichen Arten von Gaunern, Verrückten und Asozialen gesehen. Aber Cohn, der ist wirklich ein totaler Psychopath. Wir können zocken. $10. Und gewinnen 25. Top Prinzip. Markus, du bist halt sexy. Och, Rabe. Nicht doch, danke, mein Lieber. Oh, du auch. Wie viel Prozent hast du bis jetzt? Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Das kann ja gerne der Chat beurteilen. Ich weiß es gar nicht. Aber wenn ich jetzt gesehen habe, wie viele Gebiete wir erst haben, würde ich sagen, noch nicht so viel. Ist ja zweite Streamabend. Das wird nichts. Vielleicht hast du in einem früheren Leben was Schlimmes angestellt. Das ist aber sehr negativ, der Bob. So, hier haben wir nochmal eine Vita Chamber. Und New Invent und eine Genbank. Welcome to Fort Frolic. How much is that dog in the dog in the dog in the Rassismus ist ein schweres Verbrechen. Vandalen sind Parasiten. Okay! Entschuldigung! Hat mir keiner gesagt, dass das nicht erlaubt ist. Ist ein schweres Verbrechen. Ach, hier war doch irgendwo ein Schalter, oder? Nein, nicht die Medi-Station. War hier nicht ein Schalter? Nehme ich mal einen Bot mit. Bot to go. Was brauche ich denn? Geht nicht, habe ich nicht. Doch, da vielleicht noch. Kann ich zwei Bots haben? Nee, ich kann nicht zwei Bots haben. Schade. Hätte gern zwei gehabt. Es lässt Starschnitt wie aus der Bravo. Alter Schwede. So, was kriegen wir jetzt hier? Ja, super, da kriegen wir die Verbandskasten wieder. Die wir dafür gebraucht haben, dass wir hier drauf gehauen haben. Das ist eine super Idee. Ich habe auch manchmal die besten Ideen. Ja, da hinten war noch eine. Ach, hier wäre das Ding gewesen. Ja, geil. Okay. Kinderaurabe. Einfach mal Ganzkörper-Tattoo. Der Luftbefeuchter in der feuchten Grotte. Bioshock natürlich. Ich glaube, der ist abgehauen, ohne mich zu fragen. Oh, ist der leise. Ryan,
Atlas. Ryan. Endlich läuft hier mal was Anständiges im Radio. Der Musiker hat die Pflicht, die Ohren zu schmeicheln und den Geist zu erfreuen. Also verabschiede dich von diesen Wichtigtouren und freue dich auf einen Abend mit Sander Cohen. Herzlich willkommen. Finde Sander Cohen. So. Dann müssen wir den guten mal suchen. Also, ich habe hier unten seit Monaten kein Anzeichen von echtem Leben gesehen. Ich kam doch gerade her. Ob du nur ein weiterer Nachzügler bist, oder... Oh. Ach du Scheiße. Sag Mama, bist du eigentlich... Nein! Oh, immer ein Actionfoto. Erhöhter Schaden plus plus. Tut mir leid! Nein! Warum hast du mich gestreckt? Ist da noch einer? Ich seh gut aus! Aua! So hab ich sie gefunden! Lass mich nicht an! Was? Ich will bloß reden! Komm zurück! Noch ein Versuch! Von wo denn? Ach, da oben sind noch Millionen. Komm zurück! Bitte! Was? Wo willst du hin, Schätzchen? Ja, ich warte, dass du runterkommst. Darauf, dass mal was Leckeres vorbeikommt, aber die sich hier blicken lassen, sind alle miteinander Tölpel und Volltrottel. Oh, wo sind nur meine Manieren? Komm rein, komm rein! Sander Cohen erwartet dich in der Fleet Hall. Der Typ, ey. Der Typ, ey. Drei? Little Sisters gibt's hier zu knechten. Oha, oha. Was? Setz dich auf sein Moped und schmollt? Hab ich was verpasst? Kann ich aber nicht hacken, ne? Verdammt. Ich kam aus der Metro. Okay. Denk an Markus, wenn du zu Bett gehst. Hä? Ich soll an mich denken. Oh, wie war nochmal das Rätsel? Ich überlege gerade, ist schon so verdammt lang her. Irgendwie ein mehrstufiges Rätsel.
Aber ich weiß nicht mehr, wie es ging. Na egal, werden wir rausfinden. Da. Und einen noch da. Schwuppdiwuppdi. So. Bin ich denn jetzt? Wo soll ich denn? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Meine Miete bezahlt hast, du altes Wrack. Komm zum Plattenladen. Ich zeig dir, was ich von deiner Katzenmusik halte. Alter Schwede. Nein, da schon wieder ein Boss. Wie viel halten die denn aus? Zu viel. Na komm, wir gehen erstmal dahin, wo wir hin sollen. Den Rest werden wir gleich noch eher erkunden können. GG, David, GG. Es ist nicht gestattet, sich vor der Vorstellung hinter der Bühne aufzuhalten, kleine Motte. Hopp, 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 hopp. So ein Penner, ey. So ein Penner. Was haben wir denn sonst noch hier? Hier oben haben wir noch ein Gatherer's Garden und ein Verkaufsautomat. Okay, ja, gucken wir erstmal, was wir hier kaufen können. Ich habe keine Kinder mehr geknechtet, oder? Ja, ich brauche erstmal ein paar Kinder. Gibt's hier eigentlich Kinder? Ja, drei Stück. Drei Kinder. Empty Boy, sei gegrüßt. Schönen guten Abend hier. Das sind die Fleet Hall. Aufgestanden. Wieder. Schon zum zweiten Mal diese Woche. Seitdem mein Gesicht... Steinman hat an mir gearbeitet, aber seit der Explosion war es nicht mehr so wie vorher. Wenn ein Mädchen so lange allein ist, hat es Zeit zum Nachdenken. Er könnte mich so sehr hassen, dass er mich so zurichtet. Was habe ich ihnen angetan? Ich denke ständig an all die Verbrecher und Terroristen, die Ryan am Apollo Square eingekesselt hat. Und ich werde so zornig. Manchmal bekomme ich kaum Luft. Wenn ich sie nur zur Rede stellen und ihnen sagen könnte, was sie mir angetan haben. Wie sie mein Leben und Rapture ruiniert haben. Vielleicht würde ich mich dann besser fühlen. So, speichern wir nochmal. Hatte schon etwas Muffe. Wohnst du alleine, David? Oder, ist der Keller von Stefan noch mit Mitbewohnern? Der wohnt hier im Dungeon. Bei Stefan. Hä? Hier hat doch gerade was geblinkt. Da oben ist eine Kamera. Schwuppdiwuppdi. Dieses Hacken, wie gesagt, ihr merkt, es ist halt inflationär in diesem Spiel und irgendwann nervt's halt.
schwupp, die Wupp. Und Shutdown. In Chefans Dungeon wohnen noch so zwei alte Leute. K.A. was die machen. Die rühren sich auch seit ein paar Monaten nicht mehr. Du heißt aber nicht irgendwie Bates, David Bates mit Nachnamen oder so, ne? Ich frag nur. War ja schon viel Gutes dabei. Also zu deiner Kritik an Anna Culpeppers neuester musikalischer Entgleisung. Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiterhin Spalten in der Zeitung angesichts der großartigen Künstler, die wir in Rapture haben? Das ist mir unerklärlich. Wo sie nicht imitiert, ist sie langweilig. Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump. Und wo sie nicht plump ist, ist sie gefährlich. Oh Mann, oh Mann. Wie kannst du nur glauben, ich würde jetzt mein Publikum empfangen, während ich mich gerade vorbereite? Undenkbar! Dann muss ich doch hier rein. Ach, raus komme ich auch nicht mehr. Hä? Wo muss ich denn hin? Verflucht. Der Fahrstuhl ist. Aber gut gelöst, wie ich meine. Ich sehe es heute eh nicht, Rabe. Nein, danke dir. Naja, Markus, das war jetzt keine Meisterleistung. Also ich fand schon. Mach's besser. Fitzpatrick. Nein, nein! Cohen, du krankes Arschloch, lass mich hier raus! Komm jetzt runter, kleine Motte. Leben. Tod. Die Würde des Künstlers ist, es einzufangen. Sieh dir den jungen Fitzpatrick hier auf der Bühne an. Nimm deine Kamera, fotografiere ihn so, wie er jetzt ist. So will ich ihn in Erinnerung behalten. Auf was wartest du? Fitzpatrick kann die Pose doch nicht ewig halten! Nee, der hat's eilig, der muss nochmal weg. Seines Ruhmes erwischt. Mir scheint, du hast das Auge eines Hobbyfotografen, kleine Motte. Jetzt lauf zur Vorhalle und tu
sein Foto in mein Meisterwerk. Und damit hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Oh! Ich weiß, warum du gekommen bist, kleine Motte. Du hast deine eigene Leinwand. Eine, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst liebte. Ja, ich werde dich zu Ryan schicken. Doch vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle. Beeile dich. Meine Muse ist ein wankelmütiges Miststück, das ich nicht lange konzentrieren kann. Alter, der Typ ist so fertig, ey. Er ist so fertig. Nicht, dass das Hacken inflationär wäre. Nee, nee, das wird irgendwie weniger, ne? Habe ich so das Gefühl. In den letzten 2-3 Sekunden. Ich sag da schon gar nichts mehr zu, Freunde. Ich sag da schon gar nichts mehr zu. Na, ich brauch noch einen Quer. Blödes Ding! Schlimmer als Deus Ex mit dem Hacken. Ja, ja, das ist halt, es wird halt irgendwann ein bisschen dröge, weil du machst halt immer dasselbe. Es wird nicht wirklich schwieriger und es ist halt einfach nur Zeit-consuming. Bisschen schade halt. Aber gut, es war halt der erste, das haben sie auch nachher nachgebessert. Ach ja. Die Tür zum Poseidon Plaza steht dir jetzt offen, kleine Motte. Poseidon Plaza? Ich vermisse ihn, er war immer nett zu mir. Ja, Chat war Lala. Kein Wunder, dass David den gut findet. Interessiert keinen, außer David. Das ist ja Poseidon Plaza. Wow, wow!
So sieht's aus, David. Nee, hat sich keiner dagegen. Also besser gesagt, dass er fehlt. Das waren jetzt 2 oder 3 Leute. Insgesamt von ein paar. Und ja, keine Ahnung. Auf YouTube hat sich auch keiner beschwert. Ergo bleibt's weg. Weniger Performance. Gute Performance. Ich kann deinen Atem sehen. Du glaubst, du kannst mir hier drin den Rest geben? Du alter Spinner? Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich habe einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, habe ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Thunderbaby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Auf YouTube guckt auch keiner. Tatsächlich wenige. Und mittlerweile sind die VODs auf Twitch halt so gut. Ja, sobald es halt tatsächlich irgendwann mal die Möglichkeit gibt, hier Playlists dauerhaft zu erstellen. Ja, mal drüber nachdenken. Jemanden herzuschicken. Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. What the fuck? Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Nein! Passt gut zu dir. Der hat mir wehgetan. Der Arsch. Der Arsch hat mir getan. Hat er nicht gesagt. Alter Schwede. Hat er nicht gesagt. Ich fühle mich so voll wie ein schwangeres Weib. What the fuck, man? Setze das Bild in den Rahmen ein. Mal sehen, was wir da haben. Es macht Spaß, den Chat nachzulesen. Ja, kannst du ja, Brezelchen. Auf der Aufzeichnung der VODs ist der komplette Chatverlauf mit drauf. Von daher einfach die VODs anmachen und da ist der komplette Chat halt mit dabei. Ich sag ja, das macht den Chat im Stream anzeigen halt ziemlich obsolet. Weil Twitch es halt ja mittlerweile liefert, dass du es einfach gucken kannst. Das heißt, da ist jetzt ja nicht mehr so wirklich Need da. Lass deine Gegner in den Frozen Field in der Kälte stehen? Kampftonikum? Was macht das denn? Oh, das ist geil. Das will ich haben. Das will ich haben. Was habe ich denn hier drin? Hm, was nehme ich denn raus? Nee, da nehmen wir den Branch Lurker raus. Oh, der Eispickel der Lust, ich meine, des Frosts. Jetzt.
Jetzt mit extra Frost. So, jetzt muss ich hier nochmal ganz kurz wegbrutzeln. So. YouTuber-Playlist, Switch nicht. Noch nicht. Kommt irgendwann. Und davon habe ich ja gesprochen. War hier noch irgendwas? Da vorne war noch ein Audiolog, ne? Da war noch eine Tür. War hier der... Ach ne, den Audiolog konnten wir ja nehmen, ne? Genau. Naja, dann kommen wir hier raus. Verstehe. Nee, verstehe ich eigentlich nicht. Alter, der Knüppel der Lust. Ist echt geil. Eiskalt, Baby. Eiskalt. Wo willst du hin, Schätzchen? Nirgendwo hin. Ich will, dass du von der Decke runterkommst. Jonah, komm zurück. Komm zurück. Ich hab dich so gemeint. Noch ein Versuch. Dieser Knüppel. Kommt auch hier mein nächstes Adam. Ich höre meinen Adam. Auf zwei Beinen. Sieh doch nur. Mr. Bubbles, gib mir doch das Adam. Ich brauche es so sehr. Ja, aber... diese Diskussion, ey. Ich meine, die Leute von Vimeo und Dailymotion können sich auch beschweren, dass sie es da nicht gucken können. Cyrus! Oh Gott, jetzt muss ich ja Pause machen. Cyrus! Willkommen zu später Stunde im Moped Club. Dankeschön. Nicht nur willkommen hier, sondern auch willkommen bei Infinitum, mein Lieber. Dankeschön. Oh Mann, ey. Und falls es ein Host gab, die Alerts sind broken. Ich habe keine Ahnung, Cyrus. Sorry, die waren gestern broken, die sind heute broken. Es wird nichts angezeigt. Wie gesagt, normalerweise gibt es Alerts. Sogar Achtung, Gegenverkehr aus Overwatch. Aber wie gesagt, im Moment ist alles broken. Danke für die Unterstützung, Mann. Und willkommen. Und ja gut, die Herzen kommen wirklich tatsächlich wie im Akkord. Danke, Chat. Ja, Cyrus wollte heute eine Challenge machen im Kartenlegen bei Hearthstone und ist einfach mal auch von Twitch getwitcht worden. Im ersten, zweiten Match oder so, keine Ahnung. Jetzt hast du es verschoben auf den 1.10., ne? Von daher wird nachgeholt. Die Sub-Anzeige ist doppelt. Was? Welche Sub-Anzeige ist doppelt? Nein, die ist nicht doppelt. Oh Mann, Cyrus, wieder, danke. Und wie hat die Leute, die ihn noch nicht kennen, er ist auch neu bei Infinitum, checkt ihn auf jeden Fall aus, wer Overwatch mag und die Caster-Szene professionell, ESL, er kommentiert die, von daher guckt mal vorbei, wenn er Overwatch macht. 6 Matches, okay, mit Best of 17 war es, ne? Best of 17 war es angesetzt. Cyrus stinkt nach Fisch. Robert, sei gegrüßt. Ist mir jetzt so nicht aufgefallen. Wir haben uns ja geknuddelt. War zwar verwirrend, aber irgendwie geil. Aber irgendwas Fischiges ist mir nicht aufgefallen.
Oh Mann. Vor allen Dingen dampfen wir auch noch dasselbe dabei. Auch super lustig, weil ich habe dasselbe drin, weil du auch dampfst. Ja, aber ab 18, wisst ihr ja Bescheid. So, ich wollte jetzt hier mal den Big Moped mal auseinanderbauen. Ich brauche nämlich mal ein bisschen Adam. Könnte lustig werden, ich habe hier nirgendwo eine Säule, die ich rubbeln kann. Nein, ich wollte keine Telekinese, ich wollte bitte Elektro holen. Aua! Der ist aber schon stärker, würde ich meinen. Der macht irgendwie so eine Bodenexplosion. Oh ja, das Gefühl, ich mach gar keinen Schaden. Ich habe aber irgendwo noch Ads, glaube ich, gepult. Mach! Ja, ich habe Ads gepult. So, du gehörst erstmal mir. Denn hier werden kleine Kinder einfach mal wegschnabuliert. Nom nom nom, Kinder. Ah, da war noch ein Elite-Bouncer. Den können wir vielleicht nochmal fotografieren. Okay, hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Wäre cleverer gewesen. So, war teuer. Aber wir können unten, glaube ich, jetzt am Automaten nochmal neues Zeug nachkaufen. Beziehungsweise hier lagen, glaube ich, vielleicht sogar noch Organe. Ja, nein, vielleicht. Chill. Hab Geld! So, perfekt, sind wir auch wieder voll. Und ein bisschen Adam. Das ist doppelt. Du hast den Sinn nicht verstanden, Spike. Verwirrend, aber geil. Genau, Cyrus. Oh Mann. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz das Bild hier aufhängen, wobei ich hier einmal ganz kurz speichern. Noch ein Mr. Bubbles, ich kann gar nicht hinsehen. Jetzt haben wir noch zwei in dem Level. Wieso muss ich denn durch den Eistunnel wieder zurück? Moment mal, ist das ein anderer Teil des Arcaniums? Dann sollte ich mich hier vielleicht doch mal umsehen, wa? Wir können auch nochmal Ammo kaufen. Arriba, arriba, andale! Was? Dann erkläre er sich nachher, Markus, damit er es verstehe. Sobald der nächste Follow, Host oder andere Gedöns kommt, wobei eigentlich hätte dir das schon auffallen müssen, seit Tobi zu subscribed hat. Aber da ist dir das nicht aufgefallen. Nur so nebenbei. Weil vorher stand da neuestes Moped Tobi. Und jetzt steht da Cyrus, weil seit Cyrus nichts mehr passiert ist. Hast du noch eine Little Sister im Gepäck? Aber ich könnte vielleicht nochmal ein Foto von dir machen. Warte mal, Moment. Moment, 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 Moment. Kuribo, so schlau. So schlau. Aber das ist ja absolut die Intention, Kuribo. Absolut richtig. Ich brauche endlich mal wieder ein geiles RPG à la Skyrim. Hast du Enderal gespielt? Aber die Fanmod von Skyrim. Die haben wir hier auch gestreamt. Und sehr, sehr geil. Also wenn du Skyrim magst, guck dir mal Enderal an, falls du es nicht schon gespielt hast. Oh, da kommt eine Little Sister. Prompte Lieferung fürs Les Sockt. Gerne doch, Mr. Bubbles. Das finde ich super. Top. Top. Top.
Enderal spiele ich zurzeit, ja. Wollte ich heute streamen, aber Twitch hat mich getwitcht. Wir haben es halt komplett auch durchgespielt. Ging sogar recht lange. Irgendwie knapp 80, falls du es wissen willst. Ich sage lieber nichts, nachher spoiler ich dich. Ich habe nichts gesagt. Auf jeden Fall sehr geil. Kann man lange mit Spaß haben. Vor allem, wenn ihr wirklich jede Nebenquest macht, dann sogar noch länger. So. Gespeichert habe ich. Wir nehmen wieder unser Elektrobolt. Wir nehmen unseren Schrotflinten-Mobs und dann gucken wir mal, dass wir den hier abgeschossen kriegen. Achso, ich hätte vielleicht vorher nachladen sollen. Oh, lad doch mal bitte nach, ey. Voll die Seuche. Und wieder ein Kind mehr im Kollektiv. So. Ja, ich bleib ja da. Moment, gib mir mal meinen Knüppel. Dankeschön. So, jetzt brauche ich nochmal die Munibude. Wo waren die denn? Die war unten, ne? More items downstairs. Downstairs ist zu. Wo war denn die Munibude? Ah, hier. So, und da hinten war die Munibude. Dann holen wir aber direkt wieder Schrot. Dankeschön. Okay, er hat's gehört, aber nicht schlimm. Ja, sorry, ich wollte nicht spoilern. Es wird mehr oder minder unüberlegt rausgerutscht, weil ich gehe davon aus, die Leute, die halt dabei sind, dass die halt eventuell bei mir schon reingeguckt haben, aber du bist ja gerade mit, glaube ich, mit Cyrus rübergekommen. Nee, und wir haben ungefähr 60% Nebenquest gemacht. Also wenn du alles machen willst, gibt auch deutlich noch mehr Content. Wie gesagt, wir haben uns am Anfang so ein bisschen auf die Nebenquests konzentriert, sind dann auch in die Hauptstory halt abgebogen und haben dann mehr oder minder nur noch die Hauptstory nachher verfolgt. Aber es geht halt auch deutlich mehr. Aber war sehr geil. Also wir, und ich habe tatsächlich noch nicht mal, ich tue es immer wieder. Ich bin dumm. Ich bin nicht lernfähig. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Ich bin nicht lernfähig. Nur weil ich diese Spritze da haben wollte. Was ist hier? Irgendwelche Kameras. Wo ist sie denn? Da oben. Dieses Hacken, ey. Dieses inflationäre Hacken. Sorry, da kann ich auch hier auf dem Chat immer gucken. Super nervig, ey. Das haben sie, habe ich gerade schon häufiger gesagt, das ist ein bisschen zu viel, was du hier hacken kannst. Du kannst alles hacken und das dauert halt immer super lange und es ist halt nur diese Klötzchen, die du durch die Gegend schieben. Nervt irgendwann. So. Ja, für viele ist halt ein Spoiler, wenn sie wissen, wie lange ein Spiel halt sein kann. Die wollen halt gar nichts wissen. Wie gesagt, gut, dass du es jetzt nicht als Spoiler gesehen hast. Das wäre jetzt ein toller Start zwischen uns gewesen. Ja, wie gesagt, von daher. Sorry. Dazu. Telekinese. In welchem Spiel findest du, gab es das beste Hacken?
Also tatsächlich, das, was das am innovativsten war, weil ich so noch nicht kannte, war aus Fallout 4. Ich habe Fallout vorher nicht gespielt, ich habe mit 4 angefangen. Und tatsächlich, Husky, in Fallout 4, muss ich sagen, hatte es am meisten was so mit Computern zu tun. Das fand ich ziemlich cool. Auch wenn es nachher nervig war, weil es ist im Endeffekt nichts anderes, als jetzt hier diese Röhrchen zu sortieren. Da hast du halt Buchstaben sortiert oder Wörter. Aber die Idee war halt schon ziemlich cool gemacht, fand ich. Ja, dann komm doch her! So viel Spaß mit wenig Geld. Und ich kann es noch nicht mal looten, weil es zerplatzt ist. Toll. Oh, mein Loot betrogen. Oh, defekter Sicherheitsmod. Den können wir natürlich gebrauchen. So, da möchte ich nach unten. Und dann möchte ich weiter nach unten. Eventuell müssen wir mal noch eine extra Schleife. Ne, reicht, oder? Ne, einer fehlt noch. Moped-Hype! Die guten Spiele hat er nie gespielt. Und das vom offiziellen Lullaby-Beauftragten. Das ist David. Alter, kommt da jetzt noch ein Moped? Hier ist echt Splicer Country. Also unten war das, ne? Ich denn hin? Ich muss irgendwie in die Mitte, ne? Ja, klar. Schlag auf Schlag! Das beste Hacken fand ich damals im Pentagon, als ich ins Pentagon reingehackt habe. Oh Mann, ey, ihr schon wieder. Alter, hier ist ja jetzt Massenparty am Start. Boah, was geht denn hier ab? Hier sind ja 1000 Moped-Männer. Ja, kämpft hier mal erstmal gegen den Big Daddy. Der macht das schon. Nein, doch. Kämpft gegen Big Daddy. Nein, nicht Tele... Wo ist er denn? Na, nachladen. Wie? Was habe ich denn jetzt mit dem Sicherheitsalarm gemacht? Nein! Du dummes Ding! Wo habe ich denn jetzt bitte eine Security-Kamera? Wo? Wo? Wo habe ich die denn jetzt gepult? Ohne Witz, wo? Weil... Ich konnte mich doch da unten frei bewegen. Ich war doch da die ganze Zeit. Eieiei. Zu 0 für Mr. Bubbles. Ja, wobei das nicht mal Mr. Bubbles war. Das war der Sicherheitsalarm, den ich ausgelöst habe. Und ich habe keinen blassen Schimmer. Warum?
Wieso? Hatte ich schon wieder so wenig Leben? Fuck! Hatte ich so wenig Leben? Warum? Da geht was nicht mit rechten Dingen zu. Glaube ich. Ah. Das war merkwürdig. Alter, ich war in der Animation vom Plasmid nachladen und hab die ganze Zeit gehämmert, er soll bitte den Lebensprobel nehmen. Alter, dieser Charge macht so viel Schaden, Mann. Der haut dich mit einem Schlag was so, Theo. Das ist so ein Elite-Moped. Eventuell mach ich mal ganz kurz auch noch ein Foto von dem. Wenn er da in Action ist. Die sind ja gerade mit dem beschäftigt. Lass uns kurz noch ein Foto machen, vielleicht kriegen wir noch einen Bonus. Rache von Mr. Bubbles, ey. Der Elite-Moped. Der knattert echt gut um. So. Ne, aber kriegen wir nicht. Ich habe die ganze... Juhu! Komm zurück! Nein! Danke! Oh, ich häng fest! Ja, Mr. Bubbles. Nein, du stehst nicht mehr auf, denn du bist... vermachtet. First try. Beinahe. We did it. Nom. Soll ich dir das Tanzen beibringen? Klappe halten. Wie viel Munition habe ich jetzt eigentlich gewastet? Gar nicht so viel eigentlich. So. Dann haben wir auch alle drei Sisters in dem Level. Yay! Kann ich mir gleich nochmal was Schönes kaufen. Wo ist denn jetzt eigentlich das Foto? Ach da. Schweigeminute, genau. Es wird immer Zweifler geben. Du zweifelst doch nicht an mir, oder? Ich könnte einen Zweifler nie in meiner Nähe dulden. Ah, diese wunderbaren Fotos, die ich gemacht habe. So, war jetzt hier eigentlich noch ein... You invent Gatherer's Garden. Wo ist denn hier einer? Ist hier einer? Da wäre einer und der ist auf der oberen Treppe. Also besser gesagt hier auf der Treppe eigentlich. Wo ist denn hier eine Treppe? Bin ich hier richtig? Nee, die Treppe müsste eigentlich da sein. Ah, hier. Hanson, Retrospective System Musiker präsentiert Why Even Ask? Sein Wissen
So, hier bin ich richtig. Ja, perfekt. So, wir nehmen auf jeden Fall erstmal die drei Slots. So, Hackers Delight. Sicherheitskameras, jedes Mal, wenn sie etwas hacken, erhalten sie ein wenig Gesundheit. Hier beim Durchsuchen, Sicherheitskameras, jedes Mal, wenn sie hacken, erhalten sie ein wenig Gesundheit. Und Eve. Nehmen wir das. Dann nehmen wir Technik. Die Technik nehmen wir auch noch mit. How in the world is he streaming this game on PS4 right now? So, I guess, I'm not streaming from the PS4, I'm streaming from a streaming PC with a capture card, if that's your question. So, I have no clue how to stream it directly from the PS4, because I'm using a streaming PC. So, was packen wir hier rein? Keine Plastikmine mehr verfügbar, okay. Und Kampftonikum. Dämpf deine Schritte. Ja, dann können wir da wieder den Branchlurker reinjodeln. Perfekt. Eve Upgrade. Und Gesundheit Upgrade. Ja, komm, dann nehmen wir die Upgrades nochmal mit. Und nehmen Abfackeln 2. Hacking Expert 2. Fotografe erhöht die Forschungspunkte. Ne, wir nehmen Abfackeln 2. Gut. Perfekt. So, wir haben im Moment keine Mission, oder? Kopf war früher oft in deinem Laden namens Rapture Records. Ah, okay, Rapture Records. Mal gucken. Ja, I'm using a PCI Express Capture Card. Roundabout, I guess something, roundabout 100 euros or your equivalent. So, $100, you have to put it in your PC. Connected via HDMI and your PS4, and then you can use XSplit or Open Broadcaster software to stream it. I don't know if you can stream it directly from the console as well. So it sounds more like a bug right now. Maybe it get patched or fixed in future patches. So, wo ist denn dieser Record Shop? Hätten sie ja mal wenigstens anzeigen können. Dass ich weiß, wo der ist. Können wir da nämlich speichern. Da ist Poseidon. Da ist das Sea House. Da kam ich her. Hier schießt irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was. Wo ist denn das Ding? Tauchkugelstation. Oberes Atrium. Fleet Hall Kino. Sinclair Spirits. Eistunnel. Sinclair Spirits. Töte Silas Cobb. Ja, wenn ich wüsste, wo Silas Cobb ist. Weil er zeigt es mir halt nicht an. Tolles Englisch. Ja, ob es toll ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass man es einigermaßen verstehen kann, Matze. Wie gesagt, ich verstehe quasi alles. Ich kann es nur halt nicht sprechen. Weil dafür mache ich es halt so selten. Bin halt nicht in der Übung. Ich mach mich erst warm!
So, jetzt ist die Frage, wo ist denn dieser Record Shop? High Fashion? Employees? Genbank? Sauser. Also da sind auch wieder. Ja, wo der Record Shop ist, habe ich keine Ahnung. Sieht man den von außen? Oh, jetzt bin ich hier irgendwo gelandet. Wenn ich suche mal den morgen. Komme ich nie vom Boden weg. Das ist mein Fluch. Eine ja, ewige Verdammnis. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Das ist mein Fluch. Atrium, Atrium. Mein verdammter Fluch. Ich will die Atrium. Ohren abnehmen. Bitte, nimm sie ab. Bitte. Ja, but I guess it's more or likely a bug that you clawed. Because why shouldn't it be allowed to stream this game from the console? It's a feature from the console. The game is officially released. I guess it's more or less a bug. Fleet Hall? Poseidon? Aua, hau mich nicht. Fine Art. Also ich weiß nicht, wo der Record Shop ist und ich habe jetzt keinen Questanzeiger, was ziemlich kacke ist. Du bist eifersüchtig! Nee, eigentlich nicht. Wo gehst du hin, Schätzchen? Machen wir morgen weiter, Freunde. Machen wir morgen weiter. Dann müssen wir morgen den Record Shop suchen. Oder der andere ist in Eve's Garden. Okay, also wie gesagt, Eve's Garden beziehungsweise dem Record Shop. Das machen wir morgen. Wir gehen mal hier in die Mitte rein, wo das Ding hier ist. Da. Dann speichern wir hier. Und machen für heute erstmal hier Schluss. Schon kurz nach 3. Schwupp. Dann gucke ich nämlich nochmal, wer streamt, auf wer